Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bitte entschuldigt meine Stimme. Es ist das erste Tag seit 3-4 Tagen, wo ich wieder richtig oder einigermaßen sprechen kann. Deswegen werde ich euch, also ich habe gedacht, okay, hast ein bisschen Stimme, dann nutze es und drehe ein Review-Video. Und zwar, ich wollte euch diese Pinselset vorstellen. Es handelt sich um einen Blenderpinsel, einen Lidschattenpinsel, ein Mini Kabuki und ein größeres Pinsel. Es ist alles Kunsthaar mit Bambusstiel. Die sind mir zur Verfügung gestellt. Der Website verlinke ich euch unten in die Infobox. Ich bekomme kein Geld für dieses Video. Ich habe auch einen Code für euch und da bekomme ich auch kein Geld. Es ist ein 10% Rabattcode. Ich wollte schnell drehen, weil der Rabattcode ist gültig bis 18. November 2018. Es handelt sich um Fall Sale. Das verlinke ich euch auch in die Infobox. Und da könnt ihr 10% sparen, wenn ihr Interesse an diesem Miniset habt. Ich habe alles mit dieser Pinsel geschminkt. Ich finde es cool. Es kommt auch mit so einer Tasche, da kann man alle Pinsel reintun und das finde ich gut, weil wenn ich auf der Reise bin, ich tue alles zusammen, also Schminke, Pinsel, alles zusammen und so finde ich das viel, 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 viel besser. Und ich nehme auch mein Juno Sponge, ich glaube, der würde auch, genau, der passt auch ganz gut drinnen. Also ja, da ist noch Platz, man könnte sein Augenbrauenstift oder was weiß ich was noch rein tun. Ja, was kann ich sagen? Kunsthaar, Bambusstiel, also es hört sich alles gut an. Die Pinsel performen ganz gut, die zeige ich euch nochmal. Und was ich sehr cool an dieser Pinsel finde, ist, dass man kann mit einer Farbe arbeiten, einfach ein bisschen drüber streichen. Also die behalten, die schlucken nicht viel Produkt, ne? Einfach drüber streichen und dann mit der nächsten Farbe weiterarbeiten. Genau das gleiche mit dieser Pinsel. Ich habe ein dunkelbraun hier unten benutzt und hier. Und dann habe ich ein bisschen gewischt und hier auch das gleiche Pinsel benutzt. So. Na, also danke. Es ist nicht bei mir, es ist nicht geheilt. Ich habe schon mal den Test gemacht, da kommen keine Härchen raus, wobei ein paar so nach außen stehen, kann man vielleicht erkennen hier ein bisschen, ne? Aber das ist nichts, das passiert mir auch bei anderen Pinseln und ja, Blenderpinsel sieht ganz gut aus, ganz weich. Und diese Pinsel sind, diese Kunsthaarpinsel, Synthetikhaar, sind ganz gut, wenn man schimmernde Lidschatten benutzen will. Weil die nehmen dann viel Produkt, aber die schlucken kein Produkt und dann alles kommt auf die Augenlid. Ich habe für diesen Look die Emily Edith The Wands Palette benutzt von Makeup Revolution. Dazu wird auch ein Video kommen. Und ich habe dann die Farbe Heartbeat mit Prayer, also Prayer mit Prayer habe ich dieser Pinsel benutzt und verblendet in den Lidfalte. Dann habe ich Heartbeat mit dieser Pinsel benutzt und Apartment, um nachzudunkeln in der äußeren Augenwinkel und unten. Ja, und ich bin ganz zufrieden. Also ich muss ehrlich sagen, die Pinsel sind ganz in Ordnung und ich finde diese Tasche auch cool. Also, dann haben wir alle Pinsel dabei. Man kann das auch in der Tasche nehmen. Ich persönlich, auch wenn ich in die Arbeit bin, ich habe dabei nur einen Lippenstift und einen Lippenkonturstift und das war's. Aber es gibt Mädchen, die sich in die Arbeit, Mädchen, Damen, die sich in die Arbeit schminken oder die müssen was nachschminken. Und von daher wäre das ganz gut, also diese Tasche einfach zum Mitnehmen.
So, entschuldigt für meine Stimme, aber ich habe keine andere Möglichkeit, dieses Video nachzudrehen. Also so schnell wie möglich, dass ich das auch bearbeiten kann und das bei euch ankommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schminki, weil das kommt gleich. Und ja, wie gesagt, ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Hab euch lieb.